Hallo liebe YouTuber, dieses Video wird ein DM-Haul, weil ich die letzten Tage wieder einkaufen war, und zwar im DM. Und da habe ich mir ein paar Sachen mitgenommen. Und diese Sachen will ich euch nicht vorenthalten, weil ich weiß, dass DM-Hauls sehr beliebt bei YouTubern ist. So, das erste Produkt, das ich euch vorstellen möchte, ist eine Holzbürste von Ebelin. Und diese Holzbürste habe ich mir schon länger gewünscht und jetzt ja, dann habe ich sie mir mal endlich gekauft. Diese Holzbürste ist wirklich genial. Also, wenn ihr eure Haare damit durchkämmt, das macht wirklich Spaß, eure Haare damit durchzukämmen. Das ist total lustig. Was besonders an dieser Bürste ist, dass es halt so normale Dockeln hat und dann hier noch solche, solche Bürsten. So, andere würden jetzt sagen, glaube ich, Schweinehaarbürsten, aber das ist nicht, glaube ich, keine originale Schweinehaarbürste. Aber das dient halt dazu, dass euer Fett, das sich ja an eurer Kopfhaut ansammelt, bis runter an die Spitzen transportiert, mit Hilfe dieser Bürsten, dieser kleinen hier. Und das finde ich sehr, sehr gut. Was zu kritisieren ist vielleicht, ist, dass diese Bürste 8 Euro kostet, aber es gibt die noch in klein und in so schmal. Und ja, schaut einfach vorbei, falls ihr euch eine neue Bürste kaufen wollt. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Und ja, das ist das erste Produkt, was ich euch vorstelle. Das zweite Produkt, was ich euch zeige, ist ein Augen-Make-up-Entferner von Balea. Ich muss zugeben, es ist das einzige Augen-Make-up-Entferner, das ich mir jemals gekauft habe, weil ich habe da keine Ahnung in dem Bereich. Also falls ihr einen Augen-Make-up-Entferner kennt, was besser als das hier ist oder was genauso gut ist oder keine Ahnung, dann schreibt es mir doch in die Kommentare darüber. Wäre ich euch sehr dankbar. Aber was positiv an diesem Augen-Make-up-Entferner ist, dass es nur 95 Cent kostet. Also das ist relativ billig und es entfernt auch euer Augen-Make-up. Also habe ich bis jetzt nichts daran auszusetzen, aber vielleicht gibt es ja noch bessere und davon weiß ich noch nichts. Dann habe ich mir ein sehr gehyptes Produkt gekauft auf YouTube oder allgemein, und zwar die Kaufmanns Kindercreme. Das ist total lustig, wenn ihr das aufmacht, steht da drin so ein Text. Also das ist für spröde, trockene, besonders empfindliche Haut des Gesichts und der zarten Hände. Was dem Kinder dient, nutzt auch dem Erwachsenen. Also total lustig mit diesem Spruch. Ich habe sie mir hauptsächlich gekauft wegen meinen Lippen, weil im Winter, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich glaube schon, im Winter hat man ja besonders trockene Lippen, also auch ich. Und Labello hilft bei mir nicht und deswegen habe ich mal gefragt auf Instagram, welche Produkte ihr so empfehlen könnt, und da kam dieses Produkt sehr häufig und auf YouTube habe ich das jetzt auch sehr oft gesehen und es ist wirklich ein Wunderprodukt. Also ich habe das heute zum ersten Mal benutzt nach dem Duschen und es macht eure Lippen wirklich geschmeidig und ihr merkt den Unterschied, und das hinterlässt auch so einen Ölfilter und das pflegt wirklich. Also ich kann es jedem nur empfehlen, und das Gute daran ist, dass es auch nur 95 Cent kostet, 30 Milliliter. Das gibt es auch noch in groß. Aber ich glaube, mit 30 Milliliter kommt ihr sowas von gut aus, wenn es für eure Lippen oder nur für eure Hände ist oder für trockene Stellen. Und ja, kann ich jedem nur ans Herz legen, der Probleme mit trockener Haut hat oder mit trockenen Lippen. Genau. Dann habe ich mir einen Blush gekauft von Catrice. Ich wurde mal kritisiert, wie ich Catrice ausspreche. Und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Aber Catrice macht so Spaß, das auszusprechen. Kennt ihr das, wenn euch so ein Wort gefällt? In Aussprache ist ja auch egal. So, ich habe mir 040 Think Pink gekauft. Den hatte ich schon mal, aber der ist leer gegangen. Und die Catrice Blushes kann ich nur empfehlen. Die sind super pigmentiert und ich glaube, ihr kommt auch sehr lange mit so einem Produkt aus. Das ist jetzt schon meine dritte Farbe von Catrice. Also ich habe noch zwei andere Farben. Und ja, das habe ich mir gekauft und es ist wirklich, ja, schön. Ist aber ein bisschen teurer, glaube ich, 3,25, 3,45, ich habe keine Ahnung mit den Preisen. Naja, kommen wir zum nächsten Produkt. Ich habe mir dann noch ein Nagellack von Catrice gekauft, und zwar 030 Meet Me at Coral Island. Und den habe ich für euch extra lackiert, also ja, diese Farbe an meinen Händen. Und das ist 1:1 dieselbe Farbe. Also ich finde die Farbe wirklich schön, ich liebe Pink an meinen Händen, das lässt die Hände so strahlen. Und ich finde, Pink steht in meinen Händen. Und ja, die Farbe ist wirklich schön. Also das ist ja so ein Korall halt. Ja. Und ich habe jetzt nur eine Schicht aufgetragen,
Ich mache normalerweise immer zwei, aber mit einer Schicht deckt das auch und der Pinsel ist auch genial. Und Catrice Nagellacke sind wirklich gut, die kann ich auch nur empfehlen. Die kosten, glaube ich, 3,25 oder so. Um den Dreh, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich mir noch solche kleinen Reinigungstücher von Balea gekauft, weil, ja, die nehme ich zu meinem Freund mit und dann bin ich erstmal, und dann habe ich erstmal vorgesorgt bei ihm. Und die kosten nur 65 Cent, glaube ich. Aber die größeren sind auch nicht teuer. Also ich benutze immer die pinken von Balea. Ja, das liegt daran, weil ich nicht weiß, ob es bessere gibt, weil ich will keinen Fehlkauf machen. Aber wenn ihr gute Reinigungstücher habt von anderen Marken, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich sie auf jeden Fall ausprobieren und sie mir anschauen. Aber die kann ich bis jetzt auch nur empfehlen. So, dann habe ich mir, ich weiß nicht, was ich von diesem Produkt halten soll, aber ja, ich habe mir dann auch eine Reinigungsmilch von Balea gekauft. Für jeden Hauttypen steht hier unten. Und das ist mit pflegendem Aprikosenkernöl. Ich glaube, das hat auch nur 95 Cent gekostet. Wie gesagt, ich habe keine Gesichtsroutine. Das Einzige, was ich mache, ist mich abschminken und dann mit einem Lappen über mein Gesicht und mich am Ende mit Büppchencreme eincremen. Das ist meine Gesichtsroutine. Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht brauche ich Produkte, die, keine Ahnung, vielleicht meinem Gesicht verhelfen zu strahlen oder so. Ach, keine Ahnung. Also, dass mein Gesicht halt reinigt oder so. Und dann habe ich mir das gekauft, aber irgendwie merke ich keinen Unterschied. Also, ich weiß nicht. Kennt ihr dieses Produkt? Habt ihr das schon ausprobiert? Also, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber ich werde es jetzt aufbrauchen. Ja. Dann habe ich mir so eine Bürste auch von DM gekauft. So eine Gesichtsbürste. Und das habe ich in Verbindung mit dem gekauft und dann tue ich das so drauf und dann mein Gesicht so damit massieren. Und das regt halt euren Blut im Gesicht. Also, das regt halt euren Blutkreislauf im Gesicht an, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, das macht man doch so, oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir so ein Teil gekauft für mein Gesicht, um das halt noch zu reinigen, falls, keine Ahnung, falls ich noch ein bisschen Make-up auf meinem Gesicht habe und das mit dem Reinigungsmilch entfernen kann, aber ich merke da keinen Unterschied, deswegen benutze ich das nur aus Spaß an der Freude. Ja, dann habe ich mir aber, was ich richtig cool finde, noch eine andere Reinigungsmilch gekauft von L'Oreal. Entfernt Make-up, hydratisiert und beruhigt. Und damit habe ich heute bevor ich durchgegangen bin, mein Make-up entfernt und das ist wirklich gut. Also besser wie das, also ich weiß zwar nicht, wie man das anwendet, aber das ist wirklich gut, weil das auch dann auch das Make-up entfernt. Und es riecht auch sehr angenehm und ist auch nicht so teuer, obwohl es von L'Oreal ist. Also ich verbinde L'Oreal immer mit teuer, aber es hat nur 2,45 € gekostet. Und falls ihr sowas sucht, also es ist irgendwie auch eine Reinigungsmilch, dann schaut mal bei L'Oreal vorbei. Ich war mir nicht sicher, ob ich das von Baby Young Care kaufen sollte, weil das haben irgendwie auch viele. Aber dann habe ich mich doch für das entschieden. Und es hat mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Aber es ist noch im Test. Und deswegen, ja, kann ich das aber nur bis jetzt empfehlen. So. Was ich mir noch gekauft habe, das ist das letzte Produkt, ist ein Lippenstift von Astor. Ich muss zugeben, ich habe diesen Lippenstift mir nachgekauft von einer YouTuberin, die heißt Nihan. Und weiter weiß ich nicht. Aber ich werde euch den Kanal in die Infobox schreiben. Die ist wirklich süß. Und ja, dann habe ich mir dieses Produkt von ihr nachgekauft. Das ist ein Nude-Lippenstift und den habe ich auch dran. Und ich finde den wirklich schön. Vor allem, weil ich weiß nicht, ob es euch jetzt aufgefallen ist, aber ich habe heute mein Make-up recht schlicht gehalten. Ich habe nur meine Wimpern getuscht und einen dezenten Lidstrich gezogen und meine Wangen eher betont. Und halt diesen Nude-Lippenstift benutzt. Und ihr könnt mir sagen, wie es bei euch ankommt. Also ich finde es eigentlich sehr schön. Also es ist halt, das ist so ein Alltags-Make-up, finde ich, oder? Also ich finde es sehr natürlich und das hat mir gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, der Nude-Lippenstift passt ja ganz gut dazu. Und ja, so sieht das Ergebnis aus. Das war's jetzt mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, die Produkte, die ich euch vorgestellt habe, konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht, weil ihr auch die Produkte gesucht habt oder euch nicht sicher wart, ob ihr die Produkte kauft. Die meisten kann ich nur weiterempfehlen. Bei den anderen weiß ich nicht, ob es noch bessere gibt. Aber wenn, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare.
Dann war es das mit dem Video und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!